Cheerleading ist viel Training, harte Arbeit und dabei auch noch gut aussehen. Das kennen die Brose Bamberg Dancers nur zu gut. Bis zur fertigen Show am Spieltag ist es ein langer Weg. Bereits am Nachmittag trainiert das Tanzteam des amtierenden deutschen Basketballmeisters. Für die Auszeiten im heutigen Spiel, Brose Bamberg gegen Telekom Baskets Bonn, wiederholen die Mädels ihre Choreografien. Bis zu 10 Tänze müssen sie während des Spiels spontan abrufen können. Die neueste im Team ist die 22-jährige Irina Reuss. Also die meisten Tänze sind immer auf Text gemacht und ich bin irgendwann, wo alles mitzählt. Und das war, glaube ich, das größte Problem. Durch zusätzliches Einzeltraining konnte sie die meisten Schwierigkeiten überwinden. Inzwischen darf sie bei den Auftritten sogar vorne stehen. Das hat für ihre Trainerin einen einfachen Grund. Weil die Qualität stimmt. Also Leistung ist einfach wichtig und wenn sie die Leistung erbringt, man muss dazu sagen, sie hat im Juli angefangen und sie kann alle Tänze. Also sie hat wirklich von 0 auf 30 Auszeiten 30 Tänze gelernt innerhalb von 2 Monaten. Und der Ehrgeiz und die Disziplin und das Engagement muss einfach belohnt werden. Nach 18 Jahren als Gardetänzerin und Trainerin sind Aufführungen vor Publikum für Irina nichts Neues. Das erste Mal als Brose Bamberg Cheerleader war jedoch sehr aufregend. Und wir waren genau hier gestanden und dann sagen die Mädels zu mir, Irina, kannst du eigentlich die Übungen, wo wir an der Seite machen? Ich so, hey, was für Übungen? Ja, und dann haben wir es halt quasi während des Spiels gelernt. Da war ich echt ein bisschen nervös, aber von Mal zu Mal wird es besser. Zu einem gelungenen Auftritt gehört zweimal die Woche Training, zusätzliche Proben vor dem Spiel und ein perfektes Styling. Diesen Aufwand nimmt die Lehramtsstudentin aber gerne in Kauf. Für mich bedeutet Tanzen alles. Also, weißt du, ich stehe gerne auf der Bühne und ich mag auch dieses Verkleiden. Also hier verkleidet man sich natürlich anders, wie zum Beispiel im Fasching, wo ich ursprünglich herkomme. Aber für mich ist Tanzen das beste Hobby, was es gibt. Ja, und wenn man mit Leidenschaft dabei ist, also für mich, weiß nicht, ich kann es einfach gerne. In der Arena warten die Zuschauer und die Basketballer stehen bereit. Auch für die Mädchen geht es gleich auf das Parkett. Während des laufenden Spiels feuert das Tanzteam seine Basketballer an. In den Auszeiten unterhalten sie das Publikum. Also ich meine, es ist ja, Bamberg liegt knapp vorne, aber es ist spannend, weil es immer wieder, wechselt und es sehr knapp ist. Aber so an sich macht es richtig Spaß, weil auch das Publikum voll gut mitgeht. Und auch am Anfang bei den Weihnachtstänzen waren sie voll begeistert, deswegen. Deswegen macht Spaß heute. Das Spiel ist vorbei, Irinas Tag noch lange nicht. Nach über 6 Stunden geht es für sie ohne Auszeit weiter zu ihrem Nebenjob als Barkeeperin. Mit ihrer heutigen Leistung ist sie soweit zufrieden. Ja, so im Großen und Ganzen alles ganz gut geklappt. Bei dem einen Tanz habe ich wegen die Gruppe vercheckt, aber ich glaube, es ist nicht weiter aufgefallen, weil ich die Einzige von der Gruppe. So, an sich, ich meine, es gibt immer ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, da hätte ich jetzt mehr geben können. Aber groß und ganz bin ich zufrieden.